Hallo ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen, Heft-Review, nenne ich es jetzt mal. Wir haben hier die November-Ausgabe des Lego Star Wars Magazins, heute mit dem First Order SF TIE Fighter. Das SF steht natürlich für Special Force. Als zweites extra haben wir noch die Kylo Ren-Karte dabei, die interessiert uns aber nicht ganz so, die lasse ich auch drauf. Wie immer werfen wir einen kleinen Blick in das Heft. Wir haben zum einen hier Werbung für das Boost-Set mit dem Mouse-Droid, dem Gunk-Droid und dem R2-D2. Gibt es ja auch aktuell die Aktion im Shop mit dem Mini-Build der drei. Dann haben wir hier ein paar Comics. Das ist eigentlich wie immer ganz nett. Natürlich sehen wir da auch Sets dazu. Hier haben wir noch ein bisschen Detektiv-Pikachu-Werbung. Wenn ihr die Blu-ray noch nicht habt oder den Film noch nicht gesehen habt, weil ihr denkt, das ist Trash, ich empfehle euch, schaut ihn euch an. Ich habe die Blu-ray schon da und ich habe ihn mir auch damals im Kino gegeben. Hier haben wir dann wieder ein bisschen Rätsel noch nach dem Comic. Die herausnehmbaren Poster, hier zum Beispiel die First Order TIE Fighter Piloten. Da kann man dann das Heft abonnieren. Als extra bekommt ihr einen Microfighter eurer Wahl. Könnte ein geileres Extra sein, ich meine, Battle Pack hätten sie schon reinpacken können, aber naja. Da haben wir dann nochmal ein paar Rätsel und Spiele. Genau. Und hier haben wir dann die Bauanleitung für unseren Special Force TIE Fighter. Denn ich würde sagen, ohne weiter zu schnacken, ich mache den jetzt ja auch mal kurz vorsichtig ab, wie immer. Gehen wir jetzt in die Timeline. Ja, und da sind wir auch mit dem fertigen Produkt, dem First Order Special TIE Fighter. Ich muss sagen, er gefällt mir wirklich, wirklich gut. Er ist deutlich besser gebaut als der Anakin Jedi Interceptor, den wir letzten Monat hatten. Also hier, klar, ich kann auch mit viel ziehen die Flügel abmachen, aber er ist deutlich besser konstruiert. Er hält wirklich gut. Ich kann ihn runterschmeißen und ihr seht, ist immer noch ganz. Er sieht sehr gut aus. Für das, was er ist, gefällt er mir wirklich gut. Kann ich mich nicht beschweren. Wir können mal schauen, was es im nächsten Heft noch gibt. Hier haben wir natürlich auch einen Comic mit dem großen First Order Special TIE Fighter, den aus 2015. Hier, da haben wir ihn, den habe ich auch da. Wird auch mal ein Review noch zukommen. Beim Malwettbewerb kann man diesmal die Slave One gewinnen, die ich habe. Und beim nächsten Mal bekommen wir eine Miniaturversion von Kylo Ren Shuttle. Mit einer Boba Fett Karte noch dazu. Genau. In dem Fall war es das auch schon von dieser Heftausgabe. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, wie immer. Lasst mir einen Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert mich, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis dann, ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister da draußen. Ciao!